Einen schönen guten Tag nochmals an dieser Stelle, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading am Nachmittag. Besser gesagt, hier zur Beschau der US-Märkte, die wir uns jetzt hier mal genauer anschauen, die ja hier gut reinkamen. Es gab schwache Zahlen aus dem Einzelhandel, aus der Arbeitslosenstatistik, hier die Anträge für fortgesetzte Arbeitslosenhilfe und. Diese vielen schlechter aus als erwartet. Das ist einerseits natürlich grundsätzlich für den Wirtschaftsraum nicht positiv, aber der Markt im Sinne seiner Zinsängste reagierte hier zunächst positiv und insbesondere Dow Jones, S&P 500 hier mit ganz, ganz klaren Aufschlägen. Sehr, sehr steil. Wir schauen uns das hier gerade mal im Dow Jones an, der hier mit dieser ja beeindruckenden Kerze daherkommt. Hier die 24-Stunden-Indikation, hier das Zeitfenster 13, 14 Uhr. Die 2-Stunden-Kerzen sehen Sie hier, wie der Index sauber nach oben gedreht ist. Nachdem wir hier uns versucht haben zunächst, also scrollen wir uns ein Stück weit raus, hier in diesem leichten Unterstützungsbereich, den ich jetzt so nicht zwingend auf der Uhr hatte, aber aufgrund der Geschehnisse der jüngsten Bewegungsimpulse lässt sich hier dann doch diese Zone einzeichnen, die jetzt für die Zukunft als Unterstützungsbereich sehr, sehr wichtig ist. 17.650 Punkte ist genau das Level, was man im Auge haben sollte. Doch wie kann es jetzt weitergehen? Wir haben hier diesen kurzfristigen Widerstand überwunden. Auch das wird jetzt eine Unterstützung. Ein Stück weit zurückzoomen hier. Dieser Bereich durchaus signifikant. 17.740, 17.750 sind wir drüber gelaufen. Und jetzt ist eben die Frage, wie es geht weiter. Wir können hier anhand der 24-Stunden-Indikation zunächst schon mal feststellen, dass wir hier einen kurzfristigen Abwärtstrend gebrochen haben. Also grundsätzlich ein guter Grundton, wenn da nicht die 17.800er Marke wäre und das übergeordnet noch immer schwache Bild. Tatsache ist, wir sehen nach diesem starken Aufwärtsimpuls der Vorbörse, der vorbörslichen Entwicklung, hier jetzt zunächst eine leichte Konsolidierung und das interessanterweise auch an einem Punkt, der sich hier als Widerstand kennzeichnen lässt. Jetzt muss ich das mal ein Stück weit rüberziehen, nämlich hier, Sie sehen immer schön diese Bewegungspunkte, diese Zonen, wo Käufer und Verkäufer aufeinander trafen und praktisch hier sich den weiteren Verlauf ausgemacht haben. Hier gab es einen Erholungspuls, Impulsdurchbruch, neue Tiefs. Jetzt hier sind wir direkt vor diesem Widerstandsbereich 17.840 rund, 17.830. Mit dem bisherigen Hoch hier bei 17.829 ist im Prinzip diese Zone bestätigt. Und jetzt ist eben die Gretchenfrage, wie geht es weiter? Wenn wir hier drüber rausziehen, dann hätten wir ganz klar bullisches Sentiment. Also oberhalb über 17.840, 17.850 Punkte könnte es hier zu einer Art Short Squeeze kommen, was im Umkehrschluss dann weiter anziehende Notierungen bis in den Bereich 18.000 Punkte zulassen dürfte. Das kann passieren, aber, großes Aber, wir haben hier nochmal jetzt den Tageschart in der Beschau und da wurde im Prinzip eine Erholungswelle durchaus mal in Augenschein genommen. Die sehen wir hier. Das ist die blaue Tendenz der Einschätzung vom Vortag und wir sind jetzt hier zurückgelaufen an dieses 38er Fibonacci-Level, eben hier die Zone 17.800 plus minus ein paar Punkte. Und genau dieser Bereich ist aber hier durchaus interessant. Soll heißen, wenn wir jetzt nicht rausziehen auf neue Hochs, gleich hier gleich bei 17.900 auf Tagesbasis der nächste Widerstand zu finden ist, knapp unterhalb von 17.850 Punkten. Also hier haben wir eine Bastion nach oben, die muss erstmal gebrochen werden. Und bis dahin bleibt das Bild hier vorsichtig bärisch. Das heißt, wir sind hier eigentlich immer noch in einem klaren Abwärtsimpuls, der immer noch Niveaus bei 17.500, 17.400 Punkten und gegebenenfalls im Ausdehnungsfall sogar, und das wäre hier ein ganz, ganz klarer Rückgang, hier auf ein sehr, sehr interessantes Level, das Niveau um 17.100 Punkte. Man kann es jetzt nicht beschreien, dass das passiert. Letztlich haben wir aktuell eine Erholungskerze, aber Sie sahen auch unlängst in der vergangenen Woche immer mal wieder eingestreute Erholungsphasen und eine solche könnte es heute eben auch sein. Insbesondere jetzt 17.830, sagte ich am Intraday-Bereich, hier aufpassen, wenn wir nicht drüber hinausgehen, kann es schon wieder nach unten gehen. Auf Tagesbasis wäre frühestens oberhalb von 17.910 Punkten von einer möglichen Wiederaufnahme der Aufwärtstendenz auszugehen. Alles drunter bleibt bislang korrektiv und die Annahme einer weiteren Abwärtsbewegung bleibt zunächst existent. Das zum Dow Jones ganz kurz. Gehen wir jetzt im Nachgang nochmal auf den S&P 500 ein, der sich auch hier sehr, sehr stark zeigt. Der breit gefasste Index, müssen wir hier mal das rausmachen. Auch hier sind wir in einer Konsolidierungsphase im Stundenchart-Intervall rausgebrochen. Also hier Zoom zurück in eine ältere Zeitebene. Wir haben hier ein sehr, sehr markantes Level
Sehr, sehr, sehr markantes Widerstandslevel. Sie kennen die Zone 2065 Punkten auch auf Tagesbasis immer mal wieder in den Fokus gerückt. Da müssen wir erstmal rüberkommen. Bis dahin kann der Index technisch eigentlich noch laufen. Ab diesem Bereich wird es aber, oder spätestens ab diesem Bereich wird es aber wieder eng. Und das heißt also knappe 10 Punkte höher und der Index könnte hier definitiv wieder eine Korrekturphase aufnehmen. Bullischer wäre es dann, wenn wir hier signifikant nach oben rausziehen, oberhalb von 2070 Punkte. Aber das ist heute wohl kaum mehr zu erwarten, da wir natürlich hier schon einen enormen Lauf gesehen haben mit knapp 1% Performance. Da ist im Prinzip nach oben hin eigentlich die Luft schon raus. Schauen wir jetzt noch mal in den Tagesschart zum S&P. Der verdeutlicht auch noch mal die Situation, dass wir grundsätzlich trotz der Erholung hier ja in einem Modus sind, der hier weiterfallende Kurse begünstigt. Gerade jetzt eben hier mit dieser gebrochenen Unterstützung 2065 Punkten, genau dieses Level hier, da sind wir sauber durchgebrochen, Verkaufssignal bestätigt, jetzt Konsolidierung, unter Umständen kommt es hier zu einem Pullback an dieses Level, also Retest dieser nunmehrigen Widerstandszone, vorher Unterstützung, und von da ausgehend kann es definitiv wieder runtergehen. Ich würde jetzt sogar den Stopp ein Stück weit nach oben ziehen, über diese Movement-Kerze hier vom Dienstag, hier mit dem Hoch 2079 Punkten. Oberhalb dessen wäre eigentlich dann wieder Luft nach oben gegeben, wenn wir darüber hinaus ziehen sollten, aber das sehe ich aktuell nicht. Die Märkte können einen dennoch überraschen, na freilich, wenn jetzt hier die Power nach oben aufdreht und der Markt wieder höchst bullisch wird, warum denn nicht auch weiter gen Norden, aber es scheint so, als wäre dies hier eine rein korrektive Geschichte, die wir hier gerade sehen. Gut, liebe Zuschauer, dann sage ich erstmal danke fürs Einschalten. Wir melden uns gegebenenfalls heute später nochmal wieder. Einen Apple-Check gibt es noch im JFD-Desktop. Das heißt, nachher wird nochmal die Apple-Aktie unter die Lupe genommen, die übrigens, und das sei an dieser Stelle schon erwähnt, durchaus auch nochmal ein paar Dollars nach unten als Spielraum hat, um ein wirklich interessantes Kauflevel zu erreichen. Wenn Sie da Interesse haben, schalten Sie nachher einfach nochmal ein. Ansonsten kurzes Feedback zum Sound. Der müsste heute oder jetzt gerade ein Stück weit lauter gewesen sein als sonst. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten und wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag. Auf bald, bis morgen, Ihr Christian Kemmerer.